Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashimoto 360 Grad. Das Thema heute soll sein der Stoffwechsel bei Hashimoto. Der Stoffwechsel, eigentlich, wenn man es so liest und sich nicht mit dem Thema befasst, klingt wie eine der beliebtesten Ausreden, gerade wenn Mann oder Frau dann noch in ein fortgeschritteneres Alter gelangt ist, kann es hin und wieder dazu führen, dass man dann gesagt bekommt, der Stoffwechsel, na klar. Du hast alles, aber keinen zu langsamen Stoffwechsel. Ne, mein Stoffwechsel ist zu langsam, da denke ich auch öfter mal, wenn mir das einer sagt, was für eine tolle Ausrede. Nun weiß ich aber, dass es tatsächlich keine Ausrede ist. Ob ich recht habe oder nicht, das erfährst du heute in der Folge. Denn durch eine Schilddrüsenunterfunktion kann es zu Verdauungsstörungen kommen. Wir haben ja nun schon festgestellt, in der Aufklärungsserie Hashimoto, haben wir nun schon festgestellt, dass es auch mit dem Leaky Gut-Syndrom zu tun haben kann, dass wir uns mit Hashimoto rumplagen. Bei Verdauungsstörungen wird die Nahrung nun nicht mehr vernünftig verwertet. Da werden nicht mehr alle Nährstoffe rausgezogen, wie wir sie brauchen und wie wir sie auch zwingend brauchen mit Hashimoto. Verdauungsschwierigkeiten sind dann die Folge und auch Entgleisungen des Stoffwechsels sind also die Reaktion auf diese Verdauungsstörung und auf die fehlgeleitete Verwertung deiner Nahrung. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum du bei gleichbleibender Nahrung oder bei gleichbleibender Nahrungsaufnahme am Anfang deines Hashimotos und vielleicht auch mal zwischendurch, wenn du deine Ernährung nicht umstellst, zunimmst, aus unerklärlichen Gründen. Du isst genau das Gleiche wie vor einem Jahr, also jetzt nicht auf den Tag genau, aber du hast deine Ernährung nicht verändert, du isst jetzt nicht wesentlich ungesünder als vorher und nimmst trotzdem zu. Was macht dein Arzt, sensibel wie er ist? Verordnet dir, einfach mal die Hälfte zu essen. Frisst die Hälfte, wird dir dann angeboten, vielleicht auch ein bisschen mehr Bewegung dazu. Doch was passiert in dem Moment, wenn du frisst die Hälfte machst? Wahrscheinlich nicht viel. Du wirst dir vielleicht kurzfristig wirst du was abnehmen an Gewicht. Aber ansonsten, wenn du deine Ernährung nicht komplett änderst oder deine Ernährung nicht entsprechend anpasst oder änderst, dann hast du zwar frisst die Hälfte, aber dann isst du trotzdem die Hälfte von dem Dreck, den du vorher in dich reingestopft hast. Und dieses Essen ist nun mal nicht Hashimoto-like unter Umständen. Ne? Du hast also keine Feel-Good-Hashi-Momente, wenn du deine Ernährung nicht umstellst. Du hast halt nur weniger Dreck, den du in dich reinstopfst. Nimmst wahrscheinlich in der Tat ab, aber krank bist du dann immer noch. Du hast immer noch Hashimoto, du hast immer noch mit den Symptomen zu kämpfen, bist müde, brauchst Energie. Da hilft nur eine Umstellung der Ernährung, die entzündungshemmende Ernährung anhängen oder darauf hinarbeiten und entsprechend deine Ernährung anpassen. Ein paar Tipps habe ich heute schon im Newsletter versandt. 4 Kräuter und Gewürze, die entzündungshemmend auf den Körper wirken, unterstützen hier natürlich auch eine komplette Ernährungsumstellung. Aus eigener Erfahrung kann ich dir echt sagen, durch eine Umstellung, durch deine Ernährung wird es echt besser werden, denn hier wird dein Körper extrem stark entlastet. Das Immunsystem kann sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf die Selbstheilungskräfte des Körpers, auf die Unterstützung des Körpers, auf die Lebensenergie kann sich hier wieder konzentriert werden. Denn durch die verlangsamte Verdauung der Kohlenhydrate kann es dir auf Dauer auch zu einer Insulinresistenz kommen. Und die kann sich zu einer Diabetes Typ 2 entwickeln. Und wenn du da nicht, spätestens dann nicht eingreifst, dann kann sich daraus sogar die Autoimmunkrankheit, die Diabetes Typ 1 entwickeln. Irgendwann ist dein Körper komplett überlastet und hat dann hier noch die Folgekrankheiten, die noch mit dazugehängt werden. Nun gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du machst die Ernährungsumstellung selber, suchst dir Unterstützung im Familienkreis, was sehr wichtig ist, dass deine Familie, dass dein Umfeld dich mit unterstützt und dir nicht noch die Versuchungen mit auf den Tisch packt und dann noch eine Pralinenschachtel daneben legt, obwohl sie ganz genau wissen, du möchtest das nicht mehr, weil du halt deine Ernährung umstellst. Oder du suchst dir Unterstützung zum Beispiel
auch in meiner Facebook-Gruppe möglich, zu der ich dich herzlich einladen möchte. Mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit ohne Gewichtsprobleme. Dort tauschen wir uns regelmäßig aus. Und ansonsten wünsche ich dir nun noch ein ganz tolles Pfingstwochenende, ein verlängertes Wochenende. Aufgrund des verlängerten Wochenendes machen wir am Montag auch Pause. Am Montag gibt es kein Hashimoto 360 Grad. Am Montag wirst du jedoch wie gewohnt, was heißt wie gewohnt, wir haben es ja erst einmal gemacht, aber den Hashimotion Montag, den wird es am Montag wieder geben auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Du findest mich dort unter Peter Gielmann. Da gibt es am Montag wieder ein neues Video zum Sport. Okay, ansonsten, wie gesagt, schöne Pfingsten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Coach Peter.